Hier bei Wöhner werden ganz normale Motorstarteraufgaben wahrgenommen. In der Regel Transport, Logistik, Höhenverstellungen sind Anwendungen, bei denen wir herkömmliche Motorstarter bereits gegen den Motus C14 ausgetauscht haben. Sowohl der Einbau als auch die Inbetriebnahme verlaufen völlig problemlos. Den Fehlerfall haben wir auch bei uns noch gar nicht live testen können. Das passiert ausschließlich auf dem Teststand. Die Anwendung bei Wöhner unterscheidet sich dabei natürlich in nichts von der bei den Kunden. Zunächst ist Motus C14 ein platzsparender Motorstarter, der einfach zu bedienen ist, besondere Sicherheit bietet über das C14 Schalten, immer wieder einschaltbar. Und immer mehr wird an Bedeutung gewinnen die Kommunikation, die Messdatenerfassung und die Integration in die digitale Fabrik. Wir haben ausgewählten Testkunden das Gerät vorab vorgestellt und haben bei zwei Kunden besonderes Interesse wecken können. Bei der Firma Hedelius ist Motus C14 im Einsatz bei mehrachsigen Bearbeitungszentren und bei der Firma Reifenhäuser in den Anlagen zur Verarbeitung von Kunststoffen. Der C14 ist im Moment in einem Schaltkasten eingebaut, der an einem Extruder sitzt, und dort steuert der C14 Kühlventilatoren für Heizkühlzonen an. Das bedeutet, das können sehr häufige Schaltwechsel sein, gerade wenn man in einem An- und Abfahrprozess ist, kann es sein, dass die Drehzahl des Extruders verändert wird, und dadurch verändern sich die Prozessgrößen und das Kühlgebläse wird häufig an- und ausgeschaltet. Werden Sie dann die Messwertdaten auch übernehmen oder spielt das eher eine untergeordnete Rolle? Wir beschäftigen uns bei uns mit dem Condition Monitoring. Dazu gehört auch das Überwachen solcher Größen. Auch hier haben wir großes Interesse an einer Auswertung. Die Fehlerbehebung konnten wir bis dato nicht testen, weil wir schlicht und ergreifend keine Fehler hatten. Tatsächlich ist die Komponente im Moment still und leise im Schaltschrank eingebaut und man merkt nichts davon, so wie es für eine zuverlässige Industriekomponente sein soll.